The power of the dark side, 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 side. Yo, yo, yo. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars The Force Awakens. Ja, wie ihr seht, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Das liegt zum einen daran, weil ich gerade aufgestanden bin und mir heute meinen Aufnahmetag mache. Und zum anderen liegt es daran, weil ich auch noch ein bisschen erkältet bin. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, hier was aufzunehmen. Und ich versuche das auch, das müsste eigentlich durch den Equalizer auch relativ gut wieder wettgemacht werden sein. Also, dass diese nasalen Laute, die kann man ja nicht hören. Von daher. Ach so, ja, hey, das hat Finn jetzt ein Atemgerät. Der hat das, meine ich, für immer. Sich an wie Darth Vader. So, wir nehmen natürlich immer noch hier im 10-Minuten-Takt auf, etwa so ungefähr. So, jetzt ist das weg. Die Automatik klemmt. Ich muss sie manuell bedienen. Ja, das musst du dann wohl. Komm, Ray. Auf dem Millennium Falcon. So, jetzt ist die. Geht's jetzt wieder? Jetzt sind wir startklar. Der Millennium Falcon. Es war irgendwie klar, dass Han Solo den da verliert, aber das ist ja schon so ein Kult-Waggon. Kult-Fluchzeug. Okay, Geschichte fortsetzen. Ja, Cutscene, ich halt die Fresse. Ach nö, bei diesem Brassel, da kann ich ruhig noch ein bisschen brasseln. Ja, wie findet ihr Lego Star Wars The Force Awakens? Also ich find's persönlich richtig nice, ganz klar. Und ich werde nur bis Kapitel 10 oder so YouTube machen. Also danach werde ich mich entweder Star Wars Battlefront widmen, was übrigens jetzt auch mit Bespin dabei ist, oder dann tatsächlich mal Star Wars für einen Moment einfach abzuschieben. Ich werde ja öfter mal Star Wars bringen. Ich kann natürlich auch nochmal, falls ihr Bock darauf habt, das alte Lego Star Wars zu bringen. Da haben wir ja Lego Star Wars 3 The Clone Wars zum einen, und zum anderen haben wir da auch Lego Star Wars die komplette Saga, das ich wirklich nur sehr, 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 sehr geil finde. Da könnte man 36 Parts etwa draus machen. Ein Level, ein Part, und jetzt geht's aber wirklich eine Cutscene, und deswegen halte ich jetzt auch ernsthaft die Fresse. Das ist nicht. Irgendjemand hat uns erfasst, ich habe keine Kontrolle mehr. Kannst du was sehen? Das. Oh nein. Was sollen wir jetzt machen? Uns muss was einfallen. Chewie, wir sind zu Hause. Wo sind die anderen? Wo ist der Pilot? Das bin ich. Du? Ich hab's gestohlen. Von Anker Platt. Er hat's den Irving-Brüdern gestohlen und Dido Kane. Und der hat ihn mir gestohlen. Du kannst Dido Kane ausrichten, dass Han Solo sich den Millennium-Falken gerade zurückgestohlen hat. Das ist der Millennium-Falke. Sie sind Han Solo. Dieser Droide muss so schnell wie möglich zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt. Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Sind Sie etwa Ratare an Bord? Oh, ganz toll. Die goavianischen Todesbringer, die sind uns von Antun aus gefolgt. Ja.
Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Und klaut mir bloß nicht meinen Falken. Und BB-8? Der bleibt bei mir, bis ich sie los bin. Dann könnt ihr ihn haben und verschwinden. Han Solo, du bist ein toter Mann. Galatik, wo liegt das Problem? Ich werd's dir sagen. Wir haben dir 50.000 für den Job geliehen. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Ich habe nie ein Geschäft mit Kanji Club gemacht. Wieso sagst du es ihnen nicht selbst? Diese BB-Einheit. Die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einem. Und nach zwei Flüchtigen. Oh, warte, warte. Verriegeln wir die Panzertüren in diesem Korridor, sitzt die ganze Bande in der Falle. Oh nein. Oh nein, was? Das war eine falsche. So, da sind wir auch schon mit Han Solo am Werkeln. Und während wir hier die goavianischen Todesbringer ein bisschen zu attackieren versuchen und Kanji Club, wie auch immer diese Namen zustande kommen, aber was ist dieses Ding? Das regt mich irgendwie auf. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Ist ja auch egal. So, wir haben noch genügend Zeit aufzunehmen. Definitiv. Augenblick. Lass mich nachsehen, ob sich da auch nichts Gefährliches drin verbirgt. Ach, nur kostbare Antiquitäten und Falschgeld. Jag sie hoch, Chewie. Komm. Chewie, stark gelöst. Sieht aus wie Chewie, Chewie, sag ich dazu nur. Ja, das kennen wir ja nur in all schon so gut. Chewies Armbrust ist richtig geil. Kann man die damit holen? Nee, aber die ist trotzdem richtig geil. Was, habt ihr eigentlich Bock auf Star Wars Rogue One? Haut mal, wenn ihr Bock habt, in die Kommentare auch. Ob ihr Star Wars. Wir sitzen in der Falle. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht raus. Ich hoffe, deine Freunde. Klingt nach einem Kampf da oben. BB-8, wir müssen ihnen helfen. Dann. Vorsicht, das ist giftig. Könnte auch brennbar sein. Und womöglich ätzend. Auf jeden Fall wird das stinken. Keine Sorge, ich habe immer noch das Atemgerät. Auch wenn das nicht wirklich gegen alles andere hilft. Wir gehen natürlich nicht auf Vara Jedi, das nur nebenbei. Ja, ist ja jetzt schnell, oder kriege ich das jetzt nicht hin? Danke. Hey, du bist weder geschmolzen noch explodiert. Oh. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Komm, Ray. Nein, aber was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Die muss doch da hoch können. Was ist denn das? Oder bin ich da jetzt zu dumm für? Da kommt die natürlich hoch. Ratare! Ratare! Das sind ja auch so sonderbare Wesen irgendwie. Jetzt erzähl mir nichts von BB-8. Muss ich ziehen? Ich weiß nicht. Ja, so ist das, glaube ich, richtig. Ja, hoffe ich mal. Ja. Entschuldigung. Moment, ich bin wie gesagt noch etwas erkältet. Und es ist sehr früh in der Aufnahme, deswegen. Aber es ist scheißegal.
Wir nehmen trotzdem weiter auf. So viel zur Info. Okay. Ja, genau. Und an der Stelle machen wir auch im nächsten Part weiter. Ich sage dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.